Last Sunday I ministered about the church in Sardis. Letzte Woche haben wir über die Gemeinde in Sardis gehört. This is what God was telling them, starting from verse 1. And to the angel of the church in Sardis write, these things says he who has the seven spirits of God and the seven stars. I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. Und dem Engel der Gemeinde in Sardis schreibe, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Let me just ask, what have you been doing this week for the Lord? Ich möchte euch fragen, was habt ihr diese Woche getan für den Herrn? What have you done this week? Was habt ihr getan diese Woche für den Herrn? God says to this church, I know your works. Gott sagt zu dieser Gemeinde, ich kenne deine Werke. Have you been doing a dead work or have you been doing a work that is alive? Hast du ein totes Werk getan oder hast du ein lebendiges Werk getan? God knows our works. Gott kennt unsere Werke. Now verse 2 he says, be watchful and strengthen the things that remain, that are ready to die, for I have not found your works perfect before God. Und Vers 2 sagt, werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Has your work been perfect before God this week? Waren deine Werke diese Woche perfekt vor dem Herrn? Has your work been perfect before God this week? Waren diese Woche deine Werke perfekt vor dem Herrn? This church, it touched me the way God says, for I have not found your works perfect before God. Es berührt mich sehr, dass hier steht, ich habe eure Werke nicht als vollkommen befunden. And then verse 3 says, remember therefore how you have received and heard. Hold fast and repent. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what your hour, you will not know what hour I will come upon you. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halt es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht erwachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. If your work has not been perfect before God, God is calling us to repentance. Wenn deine Werke nicht vollkommen waren vor dem Herrn, dann ruft er uns zu Buße auf. This is what he was doing to this church. He was calling them back to repentance. Er rief auch diese Gemeinde wieder zurück zu sich durch die Buße. And I believe in one way or another, God is calling us as a church to repentance. Und ich glaube auch, auf irgendeine Weise ruft uns Gott auch auf. That we may do works that will glorify God. Damit wir auch die Dinge tun, um ihn zu verherrlichen. But when God talks about us and you say, wow, the works of this church is perfect. Damit wenn Gott über diese Gemeinde hier spricht, dass er sagen kann, die Werke dieser Gemeinde sind perfekt. God does not just want us as Christians or a church, we just call ourselves just a Christian, just a name. Gott möchte nicht, dass wir uns einfach nur als Christen benennen. We've been called to reach out to the lost. Wir wurden berufen, die Verlorenen zu erreichen. Tell your neighbor, we've been called to reach out to the lost. Sag deinem Nachbarn, wir wurden berufen, dass wir die Verlorenen erreichen. God has a heart for the lost. Gott hat ein Herz für die Verlorenen. It's good in the beginning, we've been saying, oh, I'm blessed. Es ist gut, dass wir selber sagen können, ich bin gesegnet. Yeah, God wants to bless you. He wants to be good to you. Ja, Gott hat dich gesegnet. Er möchte dich weiter segnen und But he sein. Wants to be good also to your neighbor. He wants to be good to other people. Aber er möchte auch, dass du gut bist zu anderen Menschen. He has a heart for the lost. Denn er hat ein Herz für die Verlorenen. Amen. Amen. We need to have the heart of God. Wir sollten auch so ein Herz haben wie Gott. Just that the way he has a heart for people, we need to have a heart for the lost. So wie er ein Herz hat für die Verlorenen, sollten auch wir ein Herz haben. In fact, we need to invest ourselves that the lost, they will find the way to the Lord. Und wir sollten uns da so hinstellen, dass die Verlorenen durch uns zu Gott finden. We need to be working. Wir sollten daran arbeiten. Allow this song, when he calls me, I'll be somewhere working. Ich mag dieses Lied, das sagt, wenn er mich ruft, dann werde ich irgendwo gerade dabei sein zu arbeiten. I'll be somewhere, walking somewhere. I want him to find me walking. Ich möchte, dass er mich beim Arbeiten vorfindet. He needs to find you working for him. Und er sollte auch dich bei deiner Arbeit für ihn vorfinden. Now, chapter 3, verse 4, Revelation. He says, you have a few names even in Sardis who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. That's a message for another time. Aber du hast einige in Sardis, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit
einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. But I want us to just read verse 5. Ich möchte, dass wir Vers 5 lesen. It says, he who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. You have been called to be an overcomer. Du wurdest berufen, ein Überwinderer zu sein. You have been equipped to overcome in life. Und du wurdest auch ausgestattet, dass du dein Leben überwinden kannst. Not to be overcome. Nicht, dass du überwindet wirst. The enemy is not supposed to be overcoming you. Der Feind sollte dich nicht überwinden können. Sin is not supposed to be overcoming you. Die Sünde sollte dich nicht überwinden können. Your second name is an overcomer. Dein zweiter Name ist ein Überwinderer. Tell your neighbor, my second name is overcomer. Sag deinem Nachbarn, mein zweiter Name ist ein Überwinderer. Elka, meine zweite Name ist ein Überwinder. Mein zweiter Name ist ein Überwinderer. My second name is an overcomer. Mein zweiter Name ist ein Überwinderer. I am going to overcome. Ich werde überwinden. Talk to your neighbor, tell your neighbor, I will overcome. Sag deinem Nachbarn, ich werde überwinden. Whatever the enemy has thrown my way, I will overcome. Was auch immer der Feind gegen mich wirft, ich werde this überwinden. This struggle, I will overcome. Und auch diese Herausforderung werde ich empowered, I'm equipped to overcome. Ich wurde ausgestattet, alles zu überwinden. I will overcome. We are overcomers. Ich werde überwinden. Wir sind Überwinderer. Amen. You know, let's encourage each other to overcome. Lass uns einander ermutigen, dass wir es überwinden. That's my job. Das ist meine Arbeit. I have the best job in the world. Ich habe den besten Job der Welt. And my job is to encourage you to overcome. Meine Arbeit ist es, euch zu ermutigen, dass ihr überwindet. To just encourage you that you may overcome. Euch zu ermutigen, dass ihr überwinden könnt. That you're going to be on top there. Dass ihr ganz oben sein werdet. Where God wants you to be. Da, wo Gott euch haben möchte. You know, when people have won. Wenn Menschen gewonnen haben. Others will be congratulating you. Werden diese von anderen beglückwünscht. How many of us want football? Wer von uns hat Fußball gesehen? Now tell your neighbor this. Aber jetzt sagt deinem Nachbarn. People don't celebrate those who lost. Die Menschen werden nicht die feiern, die verloren haben. Tell your neighbor, people don't celebrate somebody who fails. Menschen feiern nicht diejenigen, die versagen. They celebrate those who win. They celebrate those who overcome. Sie feiern immer nur diejenigen, die überwinden und die gewonnen haben. So don't haben. Be a failure. Also sei kein Verlierer. Don't be somebody who's going to be overcome. Und sei nicht jemand, der be an overcomer. Überwunden wird. Be a winner. Sei ein Gewinner. Philippians tells us, Philippa I can do all things through Christ who strengthens me. Ich kann alles tun durch Jesus Christus, der mir die Kraft gibt. The empowerment, the ability to overcome in life is in you. Die Kräftigung ist in dir. That's why you're always supposed to say, I am well able. Deswegen solltest du immer sagen, ich kann es schaffen. I am well able. Ich kann es machen. Encourage yourself. Ermutige dich selbst. Prophesy over your life. Und prophezei über dein Leben. I am well able. Ich bin fähig. I am well able. Ich bin fähig. Through him who infuses inner strength. Durch Jesus Christus, der mir die Kraft dazu gibt. Into me. Amen. Amen. Let's go back to Revelation 5. It says, he who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father. And his angels. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Now there are some things in this verse. Es gibt einige Dinge in diesem Vers. But we remember Matthew chapter 10 verse 32. Aber lass uns an Matthäus 10 Vers 32 erinnern. Jesus says, whoever acknowledges me before men, I will also acknowledge him before my Father in heaven. Jesus sagt, diejenigen, die ihn ehren werden vor oder anerkennen werden vor den Menschen, den wird er auch anerkennen vor dem in Vater. In other words, those who deny him, he is also going to deny you. Mit anderen Worten, diejenigen, die Jesus verleugnen, werden auch von Jesus verleugnet werden. Are you denying Jesus or are you acknowledging him? Verleugnest du Jesus oder nimmst du ihn an? Are you fearful to acknowledge Jesus? Hast du diese Ehrfurcht, dass du Jesus anerkennst? I don't fear acknowledging Jesus. Aber ich habe keine Angst, Jesus. Hast du Angst? Okay. Ich habe keine Angst, Jesus zu bezeugen.
I don't have fear to acknowledge Jesus. Ich habe keine Angst davor, Jesus zu bezeugen. And I will not deny him. Und ich werde ihn nicht verleugnen. I will not deny. Ich werde ihn nicht verleugnen. So he says, whoever acknowledges me before men, I will acknowledge him before my Father in heaven. Diejenigen, die mich anerkennen vor den Menschen, werde ich auch anerkennen vor Gott. We've been given such an easy task, such an easy work. Uns wurde so eine einfache Aufgabe gegeben. And that is to acknowledge Jesus. Dass wir einfach nur Jesus anerkennen. Amongst men. Unter den Menschen. So when you go out, let's be a witness. Also wenn wir hinausgehen, lass uns Zeugen sein. Let's be a witness. Lass uns Zeugen sein. Because the word of God says there's no other way to be saved. Denn Gottes Wort sagt, es gibt keinen anderen Weg zur Errettung. Except from receiving Jesus in your life. Außer dadurch, dass man Jesus in seinem Leben annimmt. That is God's way. Das ist Gottes Weg. That's why he sent Jesus to die for us, that we may be reconciled back to him. Deswegen hat Gott Jesus geschickt, damit er für uns stirbt und uns wieder versöhnt mit There Gott. Is no other way. Es gibt keinen anderen Weg. Okay, other people, they have their way. Andere haben ihre eigenen Wege. They say, okay, this is the way you go to God. Sie sagen, das ist der Weg, mit dem man zu Gott kommt. But the song they're singing, the song that they're singing, aber das Lied, das sie singen, is not that I'm doing things God's way. Ist, dass ich tue die Dinge nicht auf Gottes Weg. Ist nicht. Ist nicht. They're singing, I'm doing things my own way. Sie singen das Lied, ich mache alles auf meinem eigenen Weg. Tell your neighbor, don't do things your own way. Nachbarn, tu die Dinge nicht auf deinem eigenen Weg. O Galario, don't do things your own way. Do things God's way. Tu die Dinge auf Gottes Weg. Follow his direction. Obey him. Und folge seinen Anweisungen. Actually, this is what he told the church in Sardis. Repent and obey. Obey and repent. Das sagte er der Gemeinde in Sardis, dass sie gehorchen sollten. And this is what we need to do on a daily basis. Und das sollten wir an jedem einzelnen Tag tun. What you do counts. Das, was du tust, zählt. Now, what touches me about this Revelation chapter 3, verse 5 is this. Was mich auch berührt von diesem Vers ist. He says, he who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot his name from the book of life, Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Let's just meditate this sentence again. Lass uns über diesen Satz nochmal nachdenken. And I will not blot out his name from the book of life. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Do you know there is a book of life? Wusstest du, dass es ein Buch des Lebens gibt? There is a book of life. Es gibt ein Buch des Lebens. Now the question is, can God really blot somebody's name from the book of life? Die Frage ist, kann Gott überhaupt einen Namen aus diesem Buch streichen? Talk to me. Can God blot out? Can he take a rubber and rub out the name of somebody from the book of life? Kann Gott ein Radiergummi nehmen und einen Namen aus diesem Buch des Lebens streichen? Yeah, what he says is true. When you are disobedient. Wenn du ungehorsam bist. Now he says, he who overcomes shall be clothed in garments, in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my name and before his angels. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. That's why you need to be an overcomer. Deswegen solltest du ein Überwinderer sein. Because the word of God says that if you overcome, denn Gott sagt, wenn du überwindest, you are going to be clothed in a white garment. Wirst du weiße Kleider bekommen. And your name will not be blotted out of the book of life. Und dein Name wird nicht herausgeschrieben werden. But at the same time you will receive a bonus. Aber gleichzeitig wirst du einen Bonus bekommen. Jesus says, I will confess his name before my Father and before his angels. Jesus sagt nämlich, er wird seinen Namen dann bekennen vor seinem Vater und vor den Engeln. Have you ever gone somewhere where there is somebody big? Yeah? Warst du schon mal an einem Ort, wo jemand berühmtes war? Let's say the president of your country. Zum Beispiel der Präsident deines Landes. And then somebody comes and says, "Oh, you come here." Somebody who knows you, come and say. Und dann kommt jemand und der dich kennt und sagt, komm her. And goes to the taxi to the president. Und er nimmt dich zu dem Präsidenten.
and talk to the president. He is Elka. Und er stellt sich vor und sagt, das ist Elka. Elka, how are you? They're being introduced to the president. You feel good, eh? Yes. When you're acknowledged before somebody great, it's something good. Wenn du einer sehr wichtigen Person vorgestellt wirst mit deinem Namen, dann fühlst du dich gut. And that is what God will do to those who overcome. Und das wird mit dir passieren, wenn du überwindest. So if you have to run to overcome, you better do it. Also wenn du überwinden musst, wenn du rennen musst, um zu überwinden, dann solltest du es tun. If you have to even crawl on four, you better do it. Auch wenn du kriechen musst auf allen Vieren, solltest du es tun. But what you need to do is to overcome. Aber was du tun solltest, ist zu überwinden. We're living in a time, but God has called us to be overcomers. Wir leben in einer Zeit, wo uns Gott dazu beruft, Überwinderer zu sein. There are a lot of people that call themselves Christians, but they don't live as Christians. Viele Menschen nennen sich Christen, aber sie leben nicht als Christen. Jesus said of a parable that every time I read it and I think about it, I'm moved by it. Und Jesus hat dazu ein Gleichnis gesprochen, das mich sehr bewegt. In der Endzeit, some people will be told, I never knew you. Einigen Menschen wird in dieser Zeit gesagt, ich habe dich nie gekannt. People will come to him and say, ah, I preached in your name, Jesus. Menschen werden zu Jesus kommen und sagen, ich habe doch in deinem Namen gepredigt. I prophesied in your name. Ich habe doch in deinem Namen prophezeit. And Jesus will say, I never knew you. Aber Jesus wird ihnen entgegen sagen, ich habe dich nie gekannt. In other words, it says that even preachers. Mit anderen Worten, selbst Prediger. He will tell them, I never knew you. Selbst Prediger wird gesagt, ich habe dich nie gekannt. Because many people think, okay, I accept Jesus Christ in my life. Now I'm born again. I call myself a Christian. Viele Menschen denken, ich habe Jesus in meinem Herzen angenommen. Ich kann mich jetzt Christ nennen. Ich bin wiedergeboren. That is good. Very good. Das ist sehr gut. But you don't stop there. Aber du solltest damit nicht aufhören. You need to continue obeying. Du musst weiter gehorchen. You need to continue reading the word and knowing what God desires of you, what God expects from you, and you do it. Du solltest weiter darauf hören, was Gott sagt, und gehorchen. It's not that okay, you come and you give your life to Jesus. Now I'm born again, I'm going to heaven. Es ist nicht so, dass du einmal Jesus angenommen hast und dann sagen kannst, ich komme in den Himmel. And then you continue living the old way. Und danach weiter dein altes Leben zu führen. You continue sinning the way you were sinning before. Du kannst dich danach noch weiter sündigen, so wie du früher gesündigt hast. The people who say, once saved, forever saved. Einige Menschen sagen, einmal gerettet, für immer gerettet. They say, okay, I was once saved. Ich wurde ja schon einmal gerettet. Now I'm forever saved. Also bin ich für immer gerettet. But let me just continue doing what I used to do in the world, because I'm once saved and forever saved. Lass mich einfach das weitermachen in der Welt, was ich früher auch getan habe. I tell you, you will be disappointed. Ich werde dir sagen, du wirst enttäuscht sein. Do you know when I read the word of God? Wisst ihr, wenn ich die Bibel lese? It proves to me that this once saved, forever saved. People are going to be disappointed because of this. Wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich, dass die Menschen, die das sagen, einmal gerettet, für immer gerettet, enttäuscht sein werden. You are saved once. Du wirst einmal gerettet. But you need to continue walking on the side of God. Aber du solltest weiter auf der Seite Gottes laufen. You need to continue living as a righteous person. Du solltest weiter als gerechte Person leben. The word of the Lord says that when you receive Jesus Christ in your heart, you become a righteous person. You are no longer a sinner. Wenn du gerettet wirst, dann wirst du eine neue gerechte Person. So what happened if you are born again, you receive that cloak of righteousness? Also wenn du wieder geboren bist, kriegst du diese Kleidung der Gerechtigkeit. And then you go back and start sinning. Und was würde dann passieren, wenn du wieder sündigen gehst? And you live a life of sin. Und wenn du ein Leben voller Sünde lebst? Who are you? Wer bist du dann? Ezekiel 33.
When I read Ezekiel, it tells me the heart of God. Wenn ich Ezekiel lese, dann steht da was über Gottes Herz. And you know, the word of God tells us, and God testify about himself, he does not change. He's the same yesterday, today and forevermore. Und aus Gottes Wort wissen wir, dass Gott immer derselbe ist. Er ändert sich nicht. He doesn't change. Er verändert sich nicht. But Ezekiel 33. Ezekiel 33. He says, when the righteous turns from his righteousness and commits iniquity, he shall die because of it. Ezekiel 33, Vers 18. Wenn der Gerechte sich abkehrt von seiner Gerechtigkeit und Unrecht tut, so muss er deshalb sterben. When the righteous turns from his righteousness. Wenn der Gerechte sich abkehrt von seiner Gerechtigkeit. When you turn. Wenn du dich umkehrst. Now, you know, turning from righteousness is repenting, but not repenting on the right way. Is repenting and going back to the world. Wenn man von der Gerechtigkeit sich abkehrt, dann ist es auf die falsche Weise, dass man wieder in die Welt geht. Oh, that German word is good, abkehrt. When the righteous turns from his righteousness and commits iniquity, he shall die because of it. Wenn der Gerechte sich abkehrt von seiner Gerechtigkeit und Unrecht tut, so muss er deshalb sterben. And then Ezekiel 18, verse 20 says this. Und Ezekiel 18, Vers 20 sagt, the soul who sins shall die. The son shall not bear the guilt of the father, nor the father bear the guilt of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. Ezekiel 18, 20. Ezekiel 18, Vers 20. Denn nur wer sündigt, der soll sterben. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll ihm allein zugutekommen und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll auf ihm allein liegen. The soul who sins shall die. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. The soul who sins shall die. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Now, when you study the Word of God, you realize there are two kinds of death. Wenn wir die Bibel lesen, erkennen wir, dass es zwei verschiedene Arten des Todes gibt. The first death is a death that almost everyone will go through it. Der erste Tod ist der Tod, den fast jeder durchgehen wird. I'm saying almost everyone, because the Bible says when Jesus comes back, there are some people who are still going to be alive. Ich sage nur fast jeder, weil es wird eine Zeit kommen, wo Jesus kommen wird und die Menschen werden noch leben. So these people, they will not experience this first kind of death. Also werden diese Menschen, die noch am Leben sind, nicht diesen ersten Tod erfahren. But Revelation 20 talks about the final death, the second death. Aber in der Offenbarung steht etwas geschrieben über den endlichen Tod. Where the people whose names are not found in the book of life, they are the people who are going to experience this second death. Die Menschen, deren Namen nicht im Buch des Lebens stehen, werden diesen zweiten Tod erfahren. So here the Lord says, the soul who sins shall die. Und hier steht geschrieben, die Seele, die sündigt, die soll sterben. Verse 21, he says, but if a wicked man turns from all his sins which he has committed, keeps all my statutes, and does what is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. Vers 21, wenn sich aber der Gottlose bekehrt von all seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Amen. Amen. That is the word of God. Das ist Gottes Wort. And our work is to talk to people, encourage people, minister to people, that they may turn from their wicked ways. Und unsere Aufgabe ist es, den Menschen zu sagen, dass sie von ihren Ungerechtigkeiten abkehren. That they turn from their wicked ways and live. Dass sie abkehren von der Ungerechtigkeit, damit sie leben können. That you keep the commandments of God. Dass wir uns an die Gesetze Gottes halten. That you do that which is lawful and that which is right. Dass wir das tun, was gerecht und richtig ist. For the word of God says, when you do that, you shall surely live. Denn Gottes Wort sagt, wenn du das tust, dann wirst du am Leben bleiben. And then verse 22 says, none of the transgressions which he has committed shall be remembered against him, because of the righteousness which he has done, he shall live. Es soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben, um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Now, when I read this, let me say this.
Lass mich eines dazu sagen. This is in the Old Testament. Das steht noch in dem Alten Testament. In the Old Testament, you are acquitted, righteous with what, or condemned with what you did. Im Alten Testament wurdest du je nachdem, was du getan hast, als gerecht oder ungerecht bezeichnet. In the New Testament, we are not saved because of our works. Aber im Neuen Testament werden wir nicht gerettet durch unsere Werke. But that does not mean that you stop doing what is right, you stop doing what is lawful. Nur das heißt nicht gleichzeitig, dass man alles tun kann, was man möchte. The word of God says you become a new creature. Gottes Wort sagt, du wirst zu einer neuen Schöpfung. A creature that never existed. Eine Schöpfung, die so noch nie zuvor existierte. As a new creature, you need to learn how to do things lawfully. Learn how to do things the right way. Und als neue Kreatur solltest du nochmal anfangen zu lernen, wie man alles auf die richtige Weise tut. But you see, God is not happy when a wicked person dies. Aber Gott ist auch nicht glücklich damit, wenn eine ungerechte Person in seiner Sünde stirbt. Verse 23 says, "Do I have any pleasure at all that the wicked should die?" says the Lord God, "and not that he should turn from his ways and live." Meinst du, dass ich Gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? God is not happy when the wicked die. Gott ist nicht glücklich, wenn der Ungerechte stirbt in seiner Sünde. But 24 says, but when a righteous man turns from his righteousness and commits iniquity and does according to all the abominations that the wicked man does, shall he live? All the righteousness which he has done shall not be remembered because of the unfaithfulness of which he is guilty and the sin which he has committed, because of them he shall die. Und wenn sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Gräueln, die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern in seiner Übertretung und Sünde, die er getan hat, soll er sterben. And that's why it's important always read the word of God. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir das Wort Gottes lesen. Hear the word of God. Und das Wort Gottes hören. And let's learn to do things in a way that pleases God. Und lass uns lernen, die Dinge so zu tun, wie es Gott gefällt. When you get born again, you please God. Wenn du wiedergeboren bist, wirst du Gott gefallen. When you continue walking in the ways of the Lord, you are pleasing God. Und wenn du weiterhin auf Gottes Wegen gehst, dann wirst du Gott gefallen. But when you start going your own way, when you start going the way of the world, you are not pleasing to God. Aber wenn du anfängst, den Wegen der Welt zu folgen, dann wirst du Gott nicht gefallen. But God loves each and every one of us. Aber Gott liebt jeden einzelnen von uns. Amen. So there is something that is called the book of life. Und es gibt etwas, das dieses Buch des Lebens. And when you go back to the book of Revelation, und wenn wir zurückgehen zur Offenbarung, you see that the church in Sardis, they were promised that their names will appear in the book of life. The church in Sardis, they were promised that when they overcome, their names will appear in the book of life. Und in der Gemeinde Sardis hat Gott gesagt, dass die Namen, die auch in dem Buch des Lebens stehen werden. In the ancient cities in the Greek world, they kept registers of the names of their citizens. In diesem griechischen Reich wurden alle Namen ihrer Bürger in einem Buch geschrieben. Now, it happens even here in Germany. The citizens, they are registered. Selbst hier in Deutschland, in allen Ländern, passiert es, dass die Namen alle aufgeschrieben werden. How many Germans are here who are not registered in Germany? Wie viele Deutsche sind hier, die gar nicht registriert sind? Germans, they keep the records. Die Deutschen, die haben über alles ihre Ordnung und schreiben das auf. Today also I have permission to talk of where I come from. Und ich habe auch from Kenya. Ich komme aus Kenia und ich habe auch die Erlaubnis, hier zu sprechen. In Kenya we also keep our records. Und auch wir haben unsere Ordnung dabei. Officially I'm a Kenyan citizen. Offiziell bin ich ein kenianischer Bürger. I have a Kenyan passport. Und ich habe einen kenianischen Reisepass oder Pass. And each and every one of us, we come from different places. Philippines, Gambia, Congo, Niger. Wir kommen alle aus verschiedenen Ländern. South Africa, or where else? Uganda. Okay, Germany. So it means everybody here is registered.
Das heißt, jeder von uns ist irgendwo aufgeschrieben. Okay, let me say not everybody. Nicht jeder. Because my son is not yet registered. Denn mein drittes Kind ist noch nicht aufgeschrieben. And her son is also not yet registered. Und auch ihr Kind ist noch nicht aufgeschrieben. Because they've not been given birth. Denn sie wurden noch nicht geboren. But immediately they come out. Aber they're going to be registered. Sobald sie geboren werden, werden sie auch registriert. Actually, you know, when my first child came. Als mein erstes Kind kam. I went and got a birth certificate for him. Dann bin ich hingegangen und habe eine Geburtsurkunde geholt. And I thought, because he's born in Germany, automatically is registered in Germany. Und ich dachte, dass er, weil er hier geboren ist, dass er automatisch hier registriert wird. And 3 months we just had the son. Und 3 Monate lang war unser Sohn schon da. Until I went to the foreign office. Bis ich zu der Ausländerbehörde gegangen bin. And they told me your son is illegally here. Oh. Und sie sagten, dass unser Sohn illegal hier ist. They told me your son is illegal in Germany. Er ist illegal in Deutschland. I said no, my son is born in Germany. He's not illegal in Germany. Und ich sagte, aber er ist hier geboren. Er kann gar nicht illegal hier sein. And he said because they told me because you have a Kenyan pass. Und sie sagten mir aber, weil sie einen kenianischen Pass haben. Nein, ja. When you give birth to a child, und wenn du ein Kind hier bekommst, you need to go and register this child in the foreign office and they get a visa. Solltest du dieses Kind auch bei der Ausländerbehörde registrieren lassen, um ein Visum zu bekommen. Oh, oh. Und ich sagte, oh, oh. So they had to after 3 months they had to give my son a visa for Germany. Also nach 3 Monaten musste meinem Sohn ein Visum gegeben werden. Okay, now, during the time, the people in Greek, the Sardis, whenever somebody was a criminal, their names were removed from the register. Und damals wurden alle Menschen, die kriminell waren, aus diesem Register gestrichen. Imagine the German, the police is coming to you. You are a criminal, you remove your name from the register and you send it to prison. Stell dir vor, du wirst kriminell und wirst dann aus diesem Register gestrichen und wirst ins Gefängnis geworfen. Okay, Germany, they don't do that. In Deutschland wird das nicht getan. I don't want to fight with the Germans. Say, oh, what did you say, huh? Germany, they don't do that. Die Deutschen tun das nicht. But you realize every nation in the world now, they are working out ways not to admit criminals in their nations. Aber auf der ganzen Welt wird gerade versucht, dass sie keine Kriminellen mehr in ihr Land lassen. When you go to apply for a visa, wenn du hingehst und ein Visum beantragst, when you look in the form, they ask you list down all the criminal activities. What have you been convicted for? Especially in the American embassy, when you apply for a visa, they have a long list, more than 10 questions. Which criminal activity have you ever done in court? And convicted for. Wenn du ein Visum beantragst, dann wirst du auch danach gefragt, welche kriminellen Aktivitäten du schon in deinem Leben hattest, vor allem in Amerika. Be careful what you answer. Sei vorsichtig mit dem, was du antwortest. Because it's always going to be recorded. Denn es wird immer aufgeschrieben. They're going to save it. Und sie werden es speichern. So they ask you many questions. Also werden so viele Fragen darüber gestellt. Have you been a drug dealer? Warst du ein Drogendealer? Yeah, that's what they ask. Das fragen sie. And according to what you answer, that's what they're going to use either to give you a visa or not give you a visa. Und je nachdem, wie deine Antworten ausfallen, wirst du das Visum bekommen oder nicht. But you know, for foreigners who are here in Germany or wherever. Aber die Ausländer, die hier in Deutschland sind oder auch in einem anderen Land. If you are a criminal. Wenn du kriminell bist. You cannot get a citizen. Kannst du kein Bürger werden dieses Landes. In fact, there are some other places. Es gibt auch andere Länder. If you are a foreigner and you become a citizen of that country. Wenn du ein Ausländer bist und so ein Bürger des Landes wirst. And then you become a criminal. Aber danach kriminell wirst. They will cancel your citizenship and deport you
dann werden sie dich streichen aus dem Register der Bürger und du wirst zurückgeschickt. It happens. Das passiert. Revelation 21, verse 27. Offenbarung 21, Vers 27. It talks about heaven. It says, but there shall by no means enter it anything that defiles or causes an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's book of life. Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Ask your neighbor, is your name in the book of life? Frag deinen Nachbarn, ist dein Name im Buch des Lebens? Jesus used this time of the book of life in Luke 10:20 says, nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rather Rather rejoice because of your names, because your names are written in heaven. Und Jesus sagte, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. This was a time the disciples, the 70, were sent out to preach the gospel. Das war die Zeit, als die Jünger hinausgeschickt wurden, um das Evangelium zu predigen. And they came up so, they came back so excited. Und sie kamen voller Freude zurück. And they're telling Jesus, oh, demons, they bow when he tells them to bow. They're rejoicing. Und sie haben sich so gefreut und erzählten, wie die Dämonen sich ihnen untergehen. Oh, we cast out demons. Sie haben gesagt, wir haben all diese Dämonen ausgetrieben. And Jesus tells them this. Und Jesus sagte ihnen, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. But rather rejoice because your names are written. In heaven. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. My name is written in heaven. Mein Name steht im Himmel. Our musicians, we need to compose a rejoicing song that says my name is written in heaven. And when you're singing, we need to just dance and rejoice and be happy. Wir sollten ein neues Lied schreiben, das darum geht, dass unsere Namen im Buch des Lebens stehen. Amen. Daniel prophesied about the end time. Daniel hat über diese Endzeiten prophezeit. And he says, he testified that everyone whose name found written in the book of life will be delivered. Und er sagte, jeder, dessen Name in dem Buch steht, wird gerettet werden. Let's just read three verses in Daniel. Daniel 12. Daniel Kapitel 12. 1 to 3. Vers 1 bis 3. He says, at that time, Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people, and there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation, even to that time. And at that time your people shall be delivered, everyone who is found written in the book. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Now, maybe there's somebody here or somebody listening to this message and asking, how can my name be written in the book of life? Vielleicht ist hier jemand, der sich fragt, wie kann mein Name in dem Buch des Lebens stehen? In the Old Testament, you had to do things in the right way, according to the commandments of God. Im Alten Testament musstest du all die Dinge so tun, wie es im Gesetz Gottes steht. In the New Testament, your name is written in the book of life when you receive Jesus Christ in your life. Im Neuen Testament ist es so, dass dein Name im Buch des Lebens steht, wenn du Jesus in deinem Leben angenommen hast. So if you are saved, if you are born again, then your name is in the book of life. Also wenn du gerettet bist, wenn du wiedergeboren bist, dann steht dein Name im Buch des Lebens. How many of us are saved here? Wie viele von uns sind hier gerettet? Turn to your neighbor, tell your neighbor, yeah, my name is there.
Sagt deinem Nachbarn, ja, mein Name steht im Buch des Lebens. And tell your neighbor, I choose. Und sagt deinem Nachbarn, ich entscheide mich. To stay there. Dort zu bleiben. I'll do the right thing. Ich werde das Richtige tun. I'll obey God. Ich werde Gott gehorchen. I will obey God. Ich werde Gott gehorchen. I will honor God. Ich werde Gott ehren. I will acknowledge Him. Ich werde ihn anerkennen. Amen. Amen. Verse 3 says something very important. Und Vers 3 sagt auch etwas Wichtiges. It says, those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Und die da Lehren werden leuchten wie des Himmelsglanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament. Diejenigen, die weise sind, werden scheinen wie des Himmelsglanz. Are you wise? Bist du weise? Ask yourself, or ask your neighbor, are you wise? Frag deinen Nachbarn, bist du weise? Because the word of God says that those who are wise shall shine like the brightness of the firmament. Diejenigen, die weise sind, sollen scheinen wie des Himmelsglanz. And those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Wow, I want to shine like a star forever and ever. Ich möchte auch so scheinen wie die Sterne für immer und ewig. How many of us want to shine like the stars of heaven forever and ever? Wie viele von uns möchten so scheinen wie die Sterne? Emo, you don't want to shine. And that's why you need to work turning people from unrighteousness to righteousness. Und deswegen sollten wir daran arbeiten, dass wir die Menschen von einer Gerechtigkeit zur nächsten bringen. Amen. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever. Und die da Lehren werden leuchten wie des Himmelsglanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Exodus 32:31 says, then Moses returned to the Lord and said, oh, these people have committed a great sin and have made for themselves a god of gold. Yet now, if you will forgive their sin, but if not, I pray, blot me out of your book, which you have written. Als Mose wieder zu dem Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde getan, und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. When I read this, I see this person, Moses, had a heart of a right leader. Und ich sehe hier in Mose dieses Herz eines richtigen Leiters. He comes and he tells God, these people have sinned against you. Er kommt zu Gott und sagt, diese Menschen haben gegen dich gesündigt. But I ask you to forgive them. Aber ich bitte dich, dass du ihnen vergibst. If you are not going to forgive them, wenn du ihnen nicht vergeben möchtest, then blot, rub away my name from the book of life. Dann streiche meinen Namen aus dem Buch des Lebens. I read this, I say, wow. Und wenn ich das lese, dann denke ich, wow. I've not reached a place where I discuss with God and I tell God, God, if you're not going to do it, then take my name out of the book of life. Ich bin noch nicht an diesen Punkt gekommen, wo ich sagen kann, wenn du ihn nicht vergibst, dann streich meinen Namen aus dem Buch. But I want to be in heaven. Aber ich möchte in dem Himmel sein. But he cried out to God and he was so bold and he told God, if you are counting them out, you count me out also. Und er war so mutig, dass er sagen konnte, wenn du sie alle vernichtest, dann schreib auch meinen Namen heraus. And verse 33, it says, and the Lord said to Moses, whoever has sinned against me, I will blot him out of my book. Und der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. He told them, in other words, he was telling him, you have not sinned against me. Only the people who have sinned against me are the ones I'm going to remove their names from the book of life. Mit anderen Worten sagte er, ich werde nur diejenigen aus dem Buch streichen, die auch gegen mich gesündigt haben. As I finish, tell your neighbor this. Sag zu deinem Nachbarn, don't sin against God. Sündige nicht gegen Gott. The word of God talks about the white throne of God. In der Bibel steht etwas über den weißen Thron Gottes. Where it says, the time will come that books will be opened and the book of life will be opened. In der Zeit werden Bücher geöffnet werden und das Buch des Lebens auch. As a church, als Gemeinde, let's work. Lass uns daran arbeiten, to turn people from unrighteousness to righteousness.
die Menschen aus ihrer Ungerechtigkeit wieder in die Gerechtigkeit zu bringen. Let's go to work. Lass uns an die Arbeit gehen. Let's go to work. Lass uns an die Arbeit gehen. There is work to be done. Es gibt so viel Arbeit zu tun. It's so sad, many people are perishing. Es ist so traurig, dass viele Menschen zugrunde gehen. Not because God does not love them. God loves them. Nicht weil Gott sie nicht lieben würde. Many people are perishing because as Christians we are lazy. Viele gehen zugrunde, weil wir Christen so faul sind. Mitzi preached and says, "Don't be lazy." Und Schwester Mitzi hat einmal gepredigt, sei nicht faul. Tell your neighbor, "Don't be lazy." Sag deinem Nachbarn, sei nicht faul. Elka, don't be lazy. Sei nicht faul. Don't be lazy. Let's go to work. Lass uns an die Arbeit gehen. Let's be a witness for the Lord. Lass uns Zeugen für Gott sein. Let's share the love of God with people. Lass uns die Liebe Gottes mit den Menschen teilen. In fact, today, let's just rise up on our feet. Und lass uns aufstehen. Each and every one of us, we are an evangelist. Jeder von uns ist ein Evangelist. The best way to practice that is here. Und die beste Weise, das zu üben, ist hier. I want you to go to get out of your seat and go to somebody. Ich möchte, dass du von deinem Platz weggehst und zu jemanden gehst. And this is serious because this is between life and death. Denn es geht um Leben und Tod. Just go to somebody. Geh zu jemanden. And I want you to ask this person this question. Und ich möchte, dass du dieser Person fragst. When Jesus comes back now. Wenn Jesus jetzt wiederkommt. Are you sure you're going to heaven? Bist du sicher, dass du in den Himmel kommst?